Ja, es ist so, dass wir keine neuen Verletzten zu beklagen haben, dass die Spieler, die 10 Tage unterwegs waren mit ihren Nationalteams, dass die auch wieder verletzungsfrei wiederkamen, sodass wir zwar für uns eine ungewohnte, eine neue Art der Vorbereitung haben, weil wir das in der Vergangenheit halt nicht gewohnt waren, dass uns so viele Spieler über einen so langen Zeitraum ausfallen, wegfallen, nicht am normalen Trainingsbetrieb teilnehmen können. Aber dieser Situation müssen wir uns stellen. Und wie gesagt, die Jungs, die unterwegs waren, sind ohne große Probleme wiedergekommen von ihren Nationalteams und werden uns alle zur Verfügung stehen. Ihre Vergangenheit in Schalke ist ja oft genug beleuchtet worden. Deswegen die Frage erstmal: Gibt es irgendwelche Wetten mit alten Bekannten? Haben Sie da irgendwas laufen oder sind Sie einfach überhaupt nicht der Typ, der sowas macht? Gibt es irgendwelche Wetten? Ja, ich habe einem, Simon müsste ungefähr 11 Jahre alt sein, und ich habe ihm versprochen, wenn wir gegen die Blauen gewinnen, bekommt er von mir ein Spaghetti-Eis. Ja. Wer ist das? Also das ist ein kleiner Junge, der ja, von einem Freund, der Neffe, und der weiß, dass wenn wir morgen gewinnen sollten, dass auf ihn ein Spaghetti-Eis wartet. Von mir aus auch mit doppelt Sahne. Wie sieht es denn von dem Sturm aus, wenn Sie gleiche Formation spielen lassen wie in Mainz? Geht ja nicht. Rein von der Taktik her. Rein von der Taktik, ja, ist es durchaus denkbar, ja, dass wir mit zwei Stürmern spielen. Assemi, ist er schon Kandidat für die erste Elf? Nee, wir haben ja mit Edu jemanden, wir haben mit Asa jemanden, der vernünftig harmoniert hat mit Edu bei unserem Spiel gegen Ingolstadt. Wir haben mit Sercan jemanden, der das auch ansprechend gemacht hat in Mainz. Von daher haben wir genügend Alternativen, und wir haben gesehen, dass wenn wir Ilja dann von außen bringen können, dass er uns dann auch nochmal Impulse gibt. Darüber sind wir sehr froh.